Der große ProSieben Game Show Marathon. Heute das große Finale. Begrüßen Sie den Gastgeber und Spielleiter. Heute ausnahmsweise Oliver Petzokat. Schön. Ich habe es geschafft. Vielen, vielen Dank. Ja! Dankeschön. Herzlich willkommen beim großen Game Show Marathon Finale hier auf ProSieben. Und Sie glauben es gar nicht. Ich bin so unsäglich froh, dass ich es Ihnen heute präsentieren darf. Und das Publikum hier im Studio, das pflichtet mir bei. Und das ist ein Gefühl, das habe ich seit 10 Jahren nicht mehr gefühlt. Und ich komme noch mal rein, eine Sekunde, ganz kurz. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, hören Sie auf. Danke, ich habe das nicht verdient. Vielen Dank. Sie haben es wahrscheinlich die letzten Wochen gesehen. Ich musste mich immer durch diese Gerümpelkammer auf meiner rechten Seite kämpfen und mich verunglimpfen lassen von diesem Herrn Pocher. Und jetzt, meine Damen und Herren, mein persönlicher Assistent, hier ist Oliver Pocher. Zum Finale vom Game Show Marathon. Halt die Fresse. Was denn? Das war doch ein ganz angenehmer Auftritt, oder? Kann man mal sagen. So, Kinders, jetzt aber auch zack, zack wieder nach hinten hier Luft pumpen. Ja? Wir müssen nachher noch nach Hamburg. Also Abmarsch, ne? Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Olli, schämst du dich wenigstens ein ganz klitzekleines bisschen? Nein. Vor allem, es war so schwer, die Jungs hier zu finden in Köln. Ja, komm, den kann man mal machen zum Finale. Ja, definitiv. Ja, wollen wir den Leuten gerne mal zeigen, wer hier heute im Finale steht. Sie haben es ja bestimmt die letzten Wochen über verfolgt. Ansonsten hier nochmal unsere Übersicht. Wir haben ja mit 6 Prominenten angefangen. Gülcan und Kai sind in der Vorrunde leider ausgeschieden. Im Halbfinale haben uns dann Hennis und Heller verlassen. Und jetzt im großen Game Show Marathon Finale. Sonja und Detlef die Soße. Aber nur einer kann heute Abend Game Show Champion werden. Nur ein einziger. Und es gibt diese Trophäe, der wohl angesagteste Award weltweit. Vergessen Sie den MTV Award. Vergessen Sie den Echo. Die 1Live-Krone. Den Bambi. Oder gar den Kometen. Oder den Radio Regenbogen Award. Alles Preise, die ich schon gewonnen habe, aber das ist wirklich der schönste. Und Vollidiot. Ja. Ab 19.04. im Kino. Und es gibt ja wirklich sehr, sehr viele schöne Szenen, die wir hier gehabt haben mit unseren... Wenn man jetzt mal zurückdenkt, also wirklich, wann wir angefangen haben, das ist ewig. Das war ja Anfang des Jahres. Gefühlte 10 Jahre. Wirklich der Sturm und was wir alles erlebt haben in den ganzen Wochen und Monaten. Damals, ja. Lange ist es her,
Und wir haben auch wirklich nochmal alle Prominenten in Deutschland gefragt, wie sie so den Gameshow-Marathon empfunden haben und was sie ihre Lieblingsszenen waren. Und das sind wirklich die Prominenten, die sich dazu geäußert haben. Begrüßen Sie den Gastgeber und Spielleiter, Oliver Pocher. Hier ist der Pocher. Finde ich ziemlich ätzend, also wirklich eine kleine Pissflitsche. Also ich mag den gar nicht. Finde ich zu kotzen. Also würde ich echt gut finden, wenn es den nicht mehr auf dem Sender gibt. Ach, das ist gar nicht die 100 nervigsten Deutschen. Nee, bin ich schwer begeistert von. Also wirklich, der Pocher hat da diesen Gameshow-Marathon gemacht. Habe ich sehr gerne gesehen, wie viele Millionen Zuschauer zu Hause auch. Oliver Pocher, so eine Flachpfeife, wirklich, ey. Gibt's ja gar nicht, so ein Vollidiot. Das ist ein widerlicher, ekliger Mensch, das was im Fernsehen ist, wirklich. Ja, nee, ich weiß, ist für den Gameshow-Marathon. Hier ist sie, die Show der fantastischen Preise. Ja, die Sendung kam super an. Also zum Beispiel der Preis ist heiß lief danach ja täglich. Da waren wir wirklich Vorbereiter für viele Sender. War ja auch irgendwie eine andere Zeit gewesen damals, wenn das war. Schön. Januar 2007, genau. Was wir damals für Frisuren hatten. Echt unglaublich. Mann, das waren früher Klamotten. Naja, aber sind wir früher alle rumgelaufen. Heute würde ich sowas natürlich nicht mehr tragen. Oh, das bin tatsächlich ich. Wer ist das nochmal? Petzokat? So heißt doch keiner. Nee, also, sagt mir jetzt persönlich gar nichts, aber was ist das außer, ist das hier von der Generalprobe, kurzen Teil? Ja, jetzt nicht so schlecht, ne, aber, ich kann mir jetzt also wirklich nicht jeden Komparsen aus dem Team merken, ja. Also, ist jetzt auch nicht arrogant oder so, aber so ist das nun mal bei mir. Ich dachte, wir sind Freunde. Ja, also das war jetzt so nicht gemeint, aber da musst du echt drüber stehen, Kai. Du bist im Fernsehen viel kleiner als in echt. Ey, Hennes Bender auf jeden Fall, Mann. Respekt, Hennes. Mann, wie der Plinko gemeistert hat. Großartig, großartig. Ja, das geht ja so gerade so gut. Vor allem das Rübergucken. Ich liebe den Zorn! Das finde ich das Schöne bei solchen Produktionen, wenn sich da also wirklich auch Pärchen bilden. Das ist ja so, wenn man Monate miteinander arbeitet. Und Hella von Sinn und der Zong sind jetzt zusammen. Das ist offiziell. Ich gehe kaputt, ich gehe. Vielleicht hätten wir die anbieten sollen, die Antworten zu tanzen. Pa, pa, pa. Hallo, ich bin die Sonja und ich sehe aus wie eine Tussi, aber ich bin noch lang keine Pussy. Lieben Gruß vom Papa. Oh, wunderschön, wunderschön. Oh, ist die wunderschön. So schön, so süß. Mann. Oh, ist die schön. Ist die schön. Hallo, ich bin die Gülcan und ich bin schlau wie ein Glühwürmchen und gerb wie ein Zäpfchen. Für manche war das ja auch ein Sprungbrett hier, die Sendung. Also die Gülcan zum Beispiel, die moderiert jetzt bei... ich nehm grün. Wie dieser Musiksender. Jamba. N wie Nutte. Genau. Ja, ja, der Kai. Der war auch dabei. Hier, Game Show Marathon. Ach, super, du. Geht mir immer das Herz auf, wenn ich das sehe. Super. Ganz schöne Zeit. Ja. Sieben Sendungen. Siebenmal Spaß. Siebenmal Action. Ja, sollten wir eigentlich alles am Stück machen, ne? Ja, aber ging ja nicht. Nur live wollte er nicht. Ja. Ja. Kam gut an bei den Leuten. Ja. Und. Zu Recht. Ja. Absolut zu Recht. Herr Pocher, ja. Haben wir uns denn wenigstens für das Finale vorbereitet, ansatzweise? Nein, ich war ja die ganze Woche wieder total beschäftigt. Was hast du gemacht? Ja, ich habe viel gedreht. Ich habe Rocky 7, ja. Habe ich jetzt mit angefangen zu drehen. Mhm. Ja, da habe ich ein paar Nebendarsteller auch noch mitgebracht. Und bei Flutsch und Weg habe ich den zweiten Teil von gedreht. Und ja, also das war so das, was ich die letzte Woche gemacht habe. Ja, also ich muss sagen, ich war halt bei dem einen oder anderen Heimspiel beim FC Köln, ja, ein bisschen Gas gegeben an der Seitenlinie. Und natürlich habe ich mich auf die kommende Sendung richtig gut vorbereitet und ich gebe dir einen kleinen Tipp, wenn es für dich okay ist. Ja. Okay, also, wir haben 100 Leute gefragt, was spielen wir heute im Gameshow-Finale? Ganz einfach,
Finale! Oh! Finale! Oh! Wow! Matt! Nee, jetzt mal im Ernst. Also, wir haben 100 Leute gefragt, was spielen wir heute im großen Game-Show-Marathon-Finale auf unserem Lieblingssender ProSieben? Prominenten Extreme Activity? Olli sagt Prominenten Extreme Activity. Und das sagen auch? Hat leider keiner gesagt. Olli, 100 Leute haben wir gefragt, was spielen wir heute? Wetten das mit Gästen, die bis zum Ende der Sendung da bleiben müssen? Olli sagt, wetten das mit Gästen, die wirklich ausnahmsweise mal bis zum Ende der Sendung da bleiben, weil die Flieger gerade nicht starten können? Und das sagen auch. Sagt auch keiner. Zwei Kreuze, das bedeutet, du könntest dich jetzt mit dir selber zusammenrotten, ja, wenn du für die gegnerische Seite spielen würdest, was du ein Glück nicht tust, Olli. Ruckzuck. So, wir haben 100 Leute gefragt, was spielen wir heute? Letzte Chance für dich. Das Finale vom Game Show Marathon mit denen, die jetzt wirklich es verdient haben, im Finale zu stehen. Olli sagt, wir spielen das Game Show Marathon Finale mit denen, die es wirklich verdient haben, im Finale zu stehen. Und das sagen auch? Drei Kreuze, leider falsch. Und das bedeutet natürlich, die Top-Antwort ist, wir spielen heute Familienduell und los geht's! Stopp, 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 stopp. Du kannst jetzt nicht einfach hier so das Tor aufmachen. Das ist ja auch gar nicht deine Show, falls du das vergessen hast. Ich bin auch durch die Mitte heute reingekommen. Nee, du kannst hier gar nicht das machen und auch hier diese Kacke mit den 100 Leuten. Wir wissen auch gar nicht, wo diese 100 Leute sind. Gibt es die überhaupt? Na klar gibt es die. Ja, wo denn? 100 Leute. Hinten. Ja, unten stehen 100 Leute, die immer die Fragen beantworten, oder was? Ja, natürlich. Glaubst du mir ja nicht? Nee, will ich sehen. Willst du sehen? Ja, will ich sehen. Bis gleich. Will ich sehen. Ja, und schick mal einen den Petzokat mit, nicht, dass er wieder Preise klaut wie das letzte Mal, ja? Wirklich, da muss man ja wirklich aufpassen, Olli. Jetzt bin ich gespannt, wo die 100 Leute sind. Das will ich jetzt mal sehen. Herr Pocher, mir nicht glaubt, darf ich jetzt hier durchs ganze Gelände flitzen? Olli, dein Mikro ist offen. Wir hören alles, was du sagst. Dieser Vollidiot. So, Herr Pocher, hier drin sind meine 100 Leute. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie die Gameshow, die wir heute beim großen Gameshow-Marathon-Finale spielen werden. Das ist die Top-Antwort. Sonst alles klar bei euch? Ja. Ich müsste mal Pimmi. Ich auch. Wir sind doch hier nicht bei die 100 nervigsten Deutschen. Bis später. Ja. Das überzeugt mich auf jeden Fall. Dann können wir jetzt auch wirklich das Finale starten. Warte. Heute spielen wir endlich Familienduell. Hallo. Moin. Hallo. Ihr seht ja fantastisch ist das aus. Eklig. Das muss man auf jeden Fall sagen. Wow, das ist schon. Hallo Olli, ich bin übrigens der Marek. Ja, das ist sehr schön. Hier, Olli, das ist der Olli. Vielleicht könnt ihr ja miteinander mal auf Bruderschaft trinken oder so. Das wäre jetzt mal nach 5 Wochen auch fällig. Nicht so zaghaft, ihr kleinen süßen Mäuschen, ihr. Gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Der Sekt. Ja, das hat auch gut funktioniert. Da hat sich wenigstens ein Pärchen gefunden. Wow. Ja. Hau mir aufs Maul. Wir wollen auf jeden Fall Ihnen gerne mal zeigen, was sich in den letzten 50 Jahren... Kann ich mich dann ganz kurz nochmal duschen? Kannst du in der Zeit machen, danke. Süßer. Was wir in den letzten 40 Jahren Familienduell hier alles so... Nee, was sich in den letzten 40 Jahren Familienduell hier alles ereignet hat. Ich war im Archiv. Schauen Sie es bitte an. Hallo, ich bin Heiner und heute geht die Luzi an. Hallo, ich bin die Joy und ich babbel Eichstot. Und ich bin der Willi und ich bin der Einig und ich bin ein Glückskleeblatt. Ja, und ich bin der Olli und ich zeige euch das Familienduell. Und hier kommt
Werner Schulze-Erbel. Bitte sehr. Da, da, di, da, di, da, di, da, di. Mensch, der Werner, der Schulze, der Erdl, 2000 Sendungen lang immer adrett und immer nett zu den Kandidaten. Schöne Krawatte, ist die von mir geklaut? Die auch eine, ne? Ja, die ist nicht von dir. Ja, so war er, der Werner. Immer den Spruch. Nur aus dem fröhlichen Arsch kann ein fröhlicher Furz kommen. Und wenn er keinen Spruch auf den Lippen hatte, dann hatte er ihn auf der Hand. Das war Frank geschrieben. Ist witzig, gell? Stimmt. Euro. Du, Euro ist echt zum Piepen lustig. Fast so lustig wie die teilweise ernst gemeinten Auftritte der Kandidaten. Ach ja, man hätte vor Freude pfeifen können. Wenn man pfeifen kann. Dankeschön. Aber in puncto Kandidaten muss man ehrlich sagen, viele nutzten das Familienduell schamlos aus. Und zwar als Castingshow. Und das zu einer Zeit, als man Castingshow noch mit K schrieb. Nur wenige wurden dafür zur Rechenschaft gezogen. Der Großteil kam ungestraft davon. Da wurde getanzt, gehüpft und herzhaft gesungen. Leider. Speaking where the wind is down, let it be, let it be. Hotel, ich bin der Typ, der mit den Punkten aufsteigt und euch dann direkt aus dem Studio treibt. Wow, wow, wow. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat schon. Peng. Danke, Werner. Schluss mit dem Unfug. Denn in erster Linie ging es bei Familienduell um den Wettkampf zweier Familien. Zeit vorbei. Schließlich war das Familienduell die spannendste Spielshow der Welt. So spannend, dass mancher heute noch vor Aufregung mit den Zähnen klappert. Immerhin ging es um 200 Punkte und 100.000 Mark. Eine spezielle Art von Zeitung. Hast du gesagt, dies hier? Illustrierte sagten auch... Mann, höchstens 13 Leute. 13? Top Antwort, wären wir schon längst vorbei. Tageszeitung. Wären wir durch. Ein Beruf, in dem man einen Kittel braucht. Hast du gesagt, dies hier? Na? Arzthelferin sagten auch... Höchstens 7. 7 noch? Nee. Ganz ruhig. Jetzt brauchen wir noch einen Arzt. Ein Land, in dem viel Schnee liegt. Na, Österreich. Hast du gesagt, bestimmt. Hast du gesagt, kommt sie bestimmt auf Österreich. Dieses. Na, war klar. Reicht. 8 Punkte. Sagten auch. 8, wette ich. Nicht 9, nicht 7, sondern ganz sicher. 200 Punkte. Es reicht. 100.000 Mark gewonnen. Klar, dass wir heute Familienduell als großes Finale spielen. Vorher hat aber Werner noch das letzte Wort. Vielen Dank und viel Spaß! Und Spaß ist absolut das richtige Stichwort. Das ist richtig, Leute. Denn, die lustigsten Momente bei Familienduell war immer das, wenn der Kandidat, sage ich mal, leicht gepatzt hat. Und wir haben schon letzte Woche bei Bube Dame höre ich ihn einiges gezeigt. Aber heute in der Sendung, da haben wir wirklich auch noch mal ein paar Schmankerl für Sie ausgepackt. Und schauen Sie mal bitte das an, das ist auch bei Familienduell gewesen. Was tut eine Braut, kurz bevor sie vor den Altar tritt? Auf Toilette gehen. Nicht die falscheste Antwort. Das ist die letzte Chance, auch nochmal mit dem Trauzeugen zu vögeln. Ja, man kennt ja auch den Film 4 Hochzeiten und ein Durchfall. Ja, das war ja ein großer Erfolg. Ja, und natürlich auch für die Braut der definitiv letzte Chance auf einen Schwangerschaftstest. Von daher alles richtig gemacht. Oder, wie finden Sie den Ausschnitt? Nennen Sie eine Berufsgruppe, die in Krimis häufig der Mörder ist. Polizist. Der Täter. Der Täter. Sie lachen, ja, aber es heißt ja nicht umsonst, der Täter ist immer der Mörder. Ich fand allerdings auch diesen Ausschnitt nicht so schlecht. Nennen Sie etwas, das Sie für den Notfall immer im Auto haben. Binden, Tampons. Ja. Man weiß ja auch, so ein Auto bekommt ja meistens auch einmal im Monat die Tage und dann ist es ganz wichtig, wenn man da abgesichert ist, ja. Und die blaue Testflüssigkeit, die ja auch aus dem Auto gerne mal ausläuft. Schauen Sie, es ist unglaublich. Ja, sie ist nur in der Hand. Also
Also für mich gar nicht die falscheste Antwort. Aber das hier ist nochmal ein Knaller. Nennen Sie eine Berufsbezeichnung, die auf Mann endet, außer Steuermann. Oh, Steuermann. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Er hätte natürlich auch fragen können, was reimt sich auf Steuermann? Ja, da wäre es auch die richtige Antwort gewesen. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, das ist jetzt gar nicht so falsch, was der Kollege sagt. Es gibt ja auch ganz viele Berufe, die nicht auf Steuermann enden und trotzdem Steuermann heißen. Zum Beispiel Mehrwertsteuermann. Mineralölsteuermann. Tabaksteuermann zum Beispiel. Ja, das vergisst man ja oft. Aber den möchte ich Ihnen zum Abschluss auch noch zeigen. Etwas, das man einmal in der Woche wäscht. Die Füße. Ich glaube, sie leidet unter Waschzwang. Ja. Das ist falsch, das macht man nämlich einmal im Monat. Ja. Ja. Also ich mache das eigentlich immer erst, wenn die Socken durchgefault sind. Ja, richtig. Das ist der richtige Moment, wenn Sie merken, jetzt mal die Socke wechseln. Also, Sie sehen, so launig wird es heute höchstwahrscheinlich auch werden. Und es gibt natürlich auch wieder einen Knallerpreis. Preis im Gesamtwert von bis zu 13.000 Euro, die Sie heute gewinnen können. Und dieser ist definitiv dabei. Gewinnen Sie einen Fiat Grande Punto, Sieger bei Beste Autos 2007 in der Kategorie der Importeurswertung von Automotor und Sport. Die neue Größe seiner Klasse, italienisches Design, leistungsstarke Motoren mit bis zu 130 PS, Extras wie MP3-Player und Blue & Me Freisprecheinrichtung für Fahrvergnügen pur. Der Gesamtwert 13.700 Euro. Also, es lohnt sich wieder mitzumachen bei uns. Rufen Sie an, wenn Sie gewinnen wollen. Und das ist unsere Frage für heute. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie eine Ampelfarbe. Was ist die Top-Antwort? 0137 944 15 und für Rot die 01. Für Gelb die 02. Und für Grün die 03. Wenn Sie eine Ahnung haben und wer weiß, ob noch alle drei Ampelfarben dabei sind, dann rufen Sie bitte an. Ansonsten geht es jetzt hier gleich los. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und dann spielen wir endlich das große Finale beim Gameshow-Marathon. Sehen Sie gleich beim Gameshow-Marathon. Prominente Alkoholiker. Stellen wir jetzt mal schnell die Familien vor. Ja. Oh, Entschuldigung. Und Außerirdische im Studio. Wer ist das? Wer redet mit uns? Ich bin's. Der Gameshow-Gott. Bleiben Sie dran. Hallo, grüß Gott und startfrei zum Familienduell. Heute mit Detlef and Friends, mit Carolina, Wolfgang, Ralf und Nicole. Und hier sind Sonja und Friends, mit Sunny, Petra, Steffi und Florian. Und natürlich mit Oliver Pocher und Oliver Petzokat. Herzlich willkommen zum Familienduell. Wir werden Sie gleich durch die bunte Welt von... Was ist denn mit... Ja, ich habe schon mal einen getrunken hier vor der Aufzeige. Das ist ja wohl okay. Dann trink doch noch mal ein und ich werde euch mal die Regeln erklären. Denn bei Familienduell ist es ganz, ganz wichtig, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Korrekt, korrekt. Mach mal weiter hier. Das ist echt deine Sendung. Wir haben 100 Leute nämlich immer gefragt und es gibt natürlich eine Top-Antwort und andere Antworten, die auch Punkte bringen. Und unsere Kandidatenteams werden dann natürlich auch am Anfang direkt... werden dann natürlich am Anfang auch direkt probieren, die Top-Antwort zu bekommen. Falls der erste von den beiden sie nicht hat, darf der andere nochmal. Ruckzuck! Aber wir sind schon eine Sendung weiter. Wir sind definitiv schon eine Sendung. Ist ja Wahnsinn, zwei sogar. Die Zeit vergeht. Ach, zwei schon. Die Zeit fliegt an mir vorbei. Also, dann gibt es natürlich auch Punkte. Und ja, ich sag mal, der Sieger vom Familienduell, der wird natürlich dann auch der Sieger vom Gameshow-Marathon sein. Und ja, also würde ich mal sagen, wird eine schöne Sendung, oder? Ja, dann stellen wir jetzt mal schnell die Familien vor. Ja. Du zuerst oder ich meine? Mach du mal, du Vollidiot. Mensch, Detlef. Oh, Entschuldigung. Ja, du bist ja hier also mit deiner ganzen Familie angetreten. Hast du schon wieder gesoffen? Ja, 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 aber das ist ja auch der Frust oft. Ja. Stell doch mal hier die ganze Bandage vor. Okay. Ich habe mir gedacht, okay, am besten, wer kann dieses Duell am besten spielen? Tänzer, weil die sind nicht so klug.
Ja? Die reduzieren es auf Wesentliche. Säufst du noch ein bisschen ein? Nee, nur einen Tee. Und da dachte ich mir nämlich so aus den unterschiedlichen Regionen von unseren Distanzlabs in Deutschland, die Coaches, die sich gut bewegen können. Das ist Lina, Wolfgang, Ralf und Nicole. Das Team Detlef and Friends. Ich bin sehr, sehr froh, und ich hoffe, ihr seid es genauso, dass wir diese Warum Runde gemeinsam... Warum eigentlich nicht mehr halt mit? Doch jetzt einfach mal den Rand. Gut, ich hab nochmal gefragt. Du bist so krass. Mach hier weiter. So, liebe Sonja, ich freue mich wahnsinnig, dass wir diese Runde zusammen spielen dürfen. Du hast es dir erkämpft, du stehst hier im großen Game-Show-Marathon-Finale und bitte dich auch einfach nur deine... Mitglieder deiner Gruppe vorzustellen. Ja, das sind meine wilden Miezen und unser heftiger Kater. Das ist meine Freundin Sunny aus Frankfurt. Meine Perle Petra, meine Stylistin und auch ganz enge Freundin, die Steffi. Wir kennen uns seit Kindern, naja, Teenie-Tagen. Und mein Dauerwalker. Immer wenn ich eine männliche Begleitung brauche, dann rufe ich den Flo an und er ist immer für mich da. Unser Team Sonja and Friends. So, während Herr Pocher noch mal den Ablauf der Sendung studiert, würde ich sagen, ich habe da sowas Ähnliches ja schon mal gemacht und wir starten nämlich jetzt auch direkt mit unserer ersten Runde. Ich bin wieder fit, du. Ich bin wieder fit. Huh. Der feine Herr. Warte. Jetzt geht's schon wieder. Nee, wir können anfangen. Erste Runde. Also ich habe das jetzt gerade schon angefangen. Die Leute wollen das ja irgendwie auch. Ich würde das schon gerne machen, weil ich habe das ja schon mal gemacht. Ja, dieses 5 gegen 9 da oder so, 5 gegen 5. Auf RTL 4 da. Das hat keiner gesehen. Wollte keiner sehen, das ist meine Sendung hier. Wir fangen jetzt an. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Halt bitte einfach mal ganz kurz dein Maul, dass ich die Sendung hier zu Ende machen kann. Ja, okay? Außenwette, Wetten, das, Entschuldigung. Ja, alles klar. Gut, also, es geht jetzt hier los. Und zwar mit unserer Sendung. So ein selbstsüchtiger Arsch. Hast du mir da was gesagt? Ich habe nichts gesagt, nee. Das ist auch gut so. Wenn ich mich mit jemandem von deinem Kaliber unterhalten möchte, laber ich mit meinem Tonschuh. Penner. Penner? Hast du ihm gerade Penner gesagt zu mir? Habe ich vielleicht laut gedacht. Okay, gut. Ein Wunder, dass er überhaupt noch etwas denkt, außer... gib mir mein Herz zurück, brauchst meine Liebe nicht, GZSZ, Fuzzi. Viva-Gewächs, Samsgesicht, Mediamarkt-Hure. Eislauftrottel, Big Brother Prolet, Tanztröte. Freunde, bitte, es schauen auch Kinder zu. Hast du das gerade gedacht? Nein, wer ist das? Wer redet mit uns? Ich bin's, der Game Show Gott. Ich guck mir eure Streitereien jetzt schon lange genug an. Mir reicht's. Ich bestimme, wer von euch der alleinige Moderator der Show ist. Hier ist das göttliche Game Show Mikrofon. Aber es ist ja nur eins. Dann strengt euch an. Wer es kriegt, darf alleine moderieren. Na los, springt, hüpft. Kannst du mal für mich kurz meine Räume leiten? Ja. Also, bist du bescheuert? Tja, vielleicht ein anderes Mal. Was? Ihr Trottel. Also, ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie so gedemütigt. Na, dann warte mal ab, die Sendung ist ja noch nicht zu Ende. So, dann fangen wir jetzt endlich an mit unserer ersten Runde. Ja, wer glaubst du von deinen Mitstreitern ist heute hier der Fähigste? Lina, deswegen steht sie auch in zweiter Stelle. Okay, dann sind wir sehr gespannt, ob sie die hohen Erwartungen erfüllen kann. Und mach du mal das Team Sonja jetzt parat. Da haben wir gedacht, also das soll ja ein großes Spektrum abdecken. Und Männlein und Weiblein, also Flo, tritt am Ende mit mir an. Genug gelabert, jetzt geht's endlich los. Wir spielen die erste Runde. Die Team-Captains kommen nach vorne. Die und Sonja. Und kämpft.
Startfrei zur Runde 1. Ihr wisst es, eine Hand immer auf den Rücken. Falls es jetzt für Sie zu Hause so aussieht, als ob wir beide recht klein sind, wir sind 2,3 Meter groß und die beiden ein bisschen unwesentlich. Wir sind genmanipuliert. Genau. Das ist wohl wahr. Aber recht gute Exemplare. Ja, in der ersten Runde geht es um die 6 häufigsten Antworten. Was wolltest du sagen? Einfache Punktzahl. Richtige. Und natürlich um die einfache Punktzahl. Und wir fangen an. Wir haben 100 Leute gefragt. Sie stehen mit dem Auto im Stau. Was machen Sie? Hallo? Telefonieren. Sonja sagt, telefonieren. Ist es auf unserer Wand? Es ist mit dabei auf Position Nummer 5, ist aber nicht die Top-Antwort. Wen habt ihr denn gefragt, meine Güte? Die, jetzt kannst du natürlich noch nachlegen. Ich gehe mal vom Allereinfachsten aus, motzen und meckern, sich aufregen. Die meint, motzen, meckern, sich aufregen. Und das ist definitiv besser. Die Runde geht zu euch. Oder ist das so? Ja, fangen wir mit euch an. Carolina, wie lange kennst du schon Detlef? Seit jetzt knapp 4 Jahren. Oh. Mhm. Lange Zeit? Wo habt ihr euch ganz genau kennengelernt? Beim Tanzen wirklich? Beim Tanzen, ja. Mhm. Und er ist sozusagen dein Chef jetzt auch, schätze ich mal. Nee. Sie wohnt in Freiburg und ist dort Schule in einer Schule sozusagen. Tanzschule aber? Mhm. Tanzschule. Tanzschule, okay. Tanzschule, wir waren ja nicht in der richtigen Schule alle. Ah, natürlich. Und du machst aber, wendest die Tanzlernen von die da an dann, oder wie läuft das? Genau, unter anderem. Man kann eigentlich nur deine Tänze da lernen, den einen Schritt, den du... Halt der eine. Hast. Kannst du ihn noch mal kurz zeigen? Ja, das ist dieser hier. Das ist er. Aber wenn ich ihn irgendwann mal so gut könnte wie du. Ja. Ja. Natürlich kombiniert mit meinem Lieblingssatz bei Popstars. Glaub ja nicht, du bist in der Band. Ja. Ja. Wo dann einmal der andere sagt, nee, ich bin ja auch nur der Kameramann. Gut, aber wir machen weiter. Wir haben 100 Leute gefragt, was machen Sie im Auto, wenn Sie im Stau stehen? Essen und trinken. Carolina meint, essen und trinken. Dabei. Wolfgang. Sich schminken. Wolfgang redet aus Erfahrung und meint, sich schminken. Nicht dabei. Ralf. Radio oder CD hören? Lauter machen, Musik an, go. Ralf sagt, Radio oder Musik hören? Lauter machen, go. Oder so? Musik hören, ist dabei. Nicole, was glaubst du, was machen die 100 Leute im Stau? Ich glaube, sie lesen. Ja, man hat ja öfter ein Buch dabei. Wer ja, aber eine Zeitung nicht? Vielleicht. Ja, ich tue, was habe ich denn gesagt? Eine Tageszeitung lesen. Nicole meinte, lesen? Nicht dabei. Zweites Kreuz für euch gleich die Chance, okay, die Begriffe sagen, zu klauen. Die. Popeln. Die meint Popeln. Ist nicht dabei. Das sind 3 Kreuze. Sonja und ihre Freunde und Freundinnen hatten gerade Zeit, sich zusammenzurotten, sich zu beraten, gehen jetzt wieder in ihre Position und ihr könnt jetzt Punkte klauen. Momentan 52 an der Zahl. Lieber Florian, du stehst im Stau. Was machst du? Ich rauche eine, ganz klar. Florian sagt, er raucht eine. Steffi? Ich sage... Zu spät, okay. Petra? Ich trinke was. Sunny? Rauchen. Sonja? Trinken, rauchen oder was ganz anderes? Du ich bist flirte. Kapitän? Nein, rauchen. Das Erstgesagte zählt. Achso, aber Moment, aber die haben, wir sind doch, zwei haben doch gesagt, ja, rauchen. Du bist der Team-Captain. Ich sag, Sonja mein sagt... Mein Schlappmaul, flirten Scheiße. Und das sagen... Da sagt keiner, die Punkte bleiben bei Detlef and Friends. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Was war noch auf unserer Wand? Auf Position Nummer 6. Eine SMS schreiben. Und auf der 1. Oh, und da war es, das Rauchen. Da war das Rauchen dabei. Raste ja. Aus. Schade, okay. Schade, schade. Keine Scherze mehr, so jetzt wird's ernst. Kein Problem. Jetzt mal hier Butter bei den Fischen. Natürlich wird es ernst und zwar vorher möchte ich Sie noch daran erinnern, Sie können natürlich diesen wunderbaren Preis gewinnen hier.
einen Fiat Grande Punto, Sieger bei Beste Autos 2007 in der Kategorie der Importeurswertung von Automotor und Sport. Die neue Größe seiner Klasse, italienisches Design, leistungsstarke Motoren mit bis zu 130 PS, Extras wie MP3-Player und Blue&Me-Freisprecheinrichtung für Fahrvergnügen pur. Der Gesamtwert 13.700 Euro. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist natürlich anrufen und diese Frage beantworten. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie uns eine Ampelfarbe. Was ist die Top-Antwort? 01379 4415 für Rot, die 01 hinten dran, für Gelb, die 02 oder für Grün, die 03. Gleich geht es weiter mit den nächsten Runden. Ein spannender Zweikampf zwischen Detlef und Sonja. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Gleich beim Game-Show-Marathon. Den Buzzer-Test machen. Wolfgang, auf jeden Fall bitte den richtigen Buzzer gleich drücken. Den Hengst machen. Oder die Muschi. Miau. Oder sich zum Affen machen. Kikiri. Kein Quatsch machen, einfach dranbleiben. Ja. Willkommen zurück beim großen Finale von Game Show Marathon und wir spielen Familienduell! Ja, die erste Runde ist vorbei. Detlef und seine Freunde haben die Punkte mit nach Hause genommen. Aber das war ja erst nur die erste Runde. Gleich geht's hier spannend weiter. Bisher gab es noch nicht so viele peinliche Antworten. Ich sag mal so, außer dass man im Auto vielleicht ganz gerne mal popelt. Aber es gab da Kandidaten. Das wäre auch meine Top-Antwort gewesen. Meine persönliche auch. Oder Fußnägel kauen. Ja, das liegt ja nahe. Wenn man sich wenigstens einmal die Woche die Füße gewaschen hat, wie wir vorher schon erfahren haben. Es gab ja witzige Antworten. Richtig, zum Beispiel war diese auch eine knalle Antwort. Was reimt sich auf sauer? Süß. Süß. Ist richtig. Süß macht lustig und sauer ja auch definitiv dämlich, das wissen wir ja. Ja, und wer bei süß an sauer denkt, der war zu oft im China-Restaurant. Ja, schauen Sie sich bitte auch mal den hier an. Auch gut. Was reimt sich auf tief? Drunter. Ja, ich habe extra noch mal im Lexikon nachgeschlagen, im Reimlexikon, und dort hieß es, auf tief reimt sich schief, lief, mief, brief, trief, rief, und drunter. Richtig. Man sagt ja auch, stille Wasser sind drunter. Aber dieser hier, den fand ich persönlich auch gar nicht so schlecht. Nennen Sie einen Monat mit 4 Buchstaben. Mai. Ja, auch da habe ich nochmal nachgeschlagen und es stimmt. Laut Rechtschreibreform ist Mai mit 4 Buchstaben vollkommen richtig. Laut Reform sogar egal, welche 4 Buchstaben es sind. Also es ist korrekt. Das war mein persönliches Highlight übrigens. Nennen Sie einen deutschen klassischen Komponisten. Da kenne ich mich eigentlich nicht so aus, aber ich denke, Müller. Ja, deswegen ja auch das autobiografische Lied Das Wandern ist des Müllers Lust, kennt man natürlich. Das sind natürlich die bekanntesten Komponisten neben Wolfgang Amadeus Mayer und Ludwig van Schmitz. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Runde. Ja. Und spielen direkt. Und zwar die Zweitpositionierten bitte zu uns ans Ratepult. Sunny und Carolina. Ja, das war ein fairer Händedruck. Wir wollen auch hier einen fairen Kampf sehen. Richtig. Es geht immer noch um die einfache Punktzahl. Und eure Frage ist, wir haben 100 Leute gefragt, wie nennt man einen Menschen, der sich nichts traut? Feigling. Sunny sagt Feigling und das sagen auch? Oh. 24 Leute, aber nicht die Top-Antwort. Nein. Carolina hat noch Chance auf die Top-Antwort. Ich würde sagen Angsthase. Carolina meint Angsthase. Ich spiele mal wieder mit euch.
Das habe ich übrigens gerade gesehen. Du bist verletzt. Trotz Verletzung trittst du ja an. Ja. Hab ich gesehen. Bin ein bisschen umgeknickt. Au. Oh. Ein bisschen doll, ja. Lass mich raten. Beim Fahrradfahren? Oh, nein, beim Tanzen natürlich. Beim Tanzen, ja. Oh. Naja, welcher Song war das, als du getanzt hast? Battle on Down. Battle on Down. Mhm. Wir kennen ihn nicht, ein Meisterwerk von Wolfgang Amadeus Müller. Genau. Ja, da sind wir auch schon bei Wolfgang. Wolfgang, wie lange kennst du die? Ja, auch schon 4 Jahre jetzt dann. Ja. Auch 4 Jahre. Lass mich raten, du hast auch eine Tanzschule? Richtig. Okay, alles klar. Ist er, würdest du ihn wenigstens als seinen Chef bezeichnen oder zählt das auch nicht? Nein. Wir haben einen kleinen Unterschied. Er zeigt den Schülern, wie tanzen geht, wenn sie alleine sind und bei mir darf man sich anfassen. Hä? Anfassen. Ach so. Das kann Olli P. dir dann auch mal zeigen, wenn ihr wieder im Hotel seid. Das habe ich ihm schon gezeigt. Wir haben den ein oder anderen flotten Rosettentango aus dem Eis. Das sollte doch privat bleiben. Wir hassen uns doch eigentlich. Ja. So, Wolfgang, ja gut. Dann wollen wir aber trotzdem von dir wissen, wir haben 100 Leute gefragt, wie nennt man einen Menschen, der sich nichts traut? Weichei. Okay. Ganz schön gewagt so vom Kessen Wolfgang mit der Tanzschule. Er meint Weichei. Ist dabei aber. 11 Punkte. Ralf. Verzeiht mir den Ausdruck, ich tippe auf Hosenscheißer. Ralf, kein Problem. Hosenscheißer. Nicht dabei. Nicole. Ich würde sagen Versager. Auch ein schöner Begriff für Olli P. Sie meint Versager. Nicht dabei. Ihr könnt euch zusammentun und vielleicht die Punkte klauen. Ja, ihr habt ja auch noch einmal. Detlef ist mal wieder dran. Ich würde sagen, was ähnliches wie Ralf, und zwar würde ich sagen Schisser. Detlef meint Schisser? Ist dabei. Carolina ist wieder dran. 2 Begriffe brauchen wir noch. Eigentlich nicht vorsagen, deswegen... Ich habe noch nicht verstanden. Carolina. Das hat zu lange gedauert. Jetzt noch einmal, ihr könnt Punkte klauen. Ihr habt euch gerade zusammengerottet. Florian, was ist dein Tipp? Wir haben 100 Leute gefragt. Wie nennt man einen Menschen, der sich nichts traut? Dein Tipp? Eine Memme. Steffi? Hasenfuß. Memme, Hasenfuß, Petra? Schisser, aber hatten wir schon. Sunny? Ich sag auch Memme. Und ich sag gar nichts außer Memme. Sonja sagt Memme. Ist es dabei? Wir schauen auf die Wand. Und es ist dabei! Unglaublich, 72 Punkte gehen auf das Konto von Sonja und von ihren Freundinnen und von ihrem einen Freund. Was war denn noch auf der... Warte, ich muss noch eine lustige Anekdote erzählen. Das Schöne finde ich immer, dass Detlef sich mit seinen Freunden zusammentut, wenn sie schon 3 Kreuze haben und überlegen, was wohl die nächste Antwort sein könnte. Aber egal, das nur als kleine Notiz. Ja, wir geben halt nie auf, weißt du? Das ist das Wichtigste. Wir schauen auf die Wand. Was wurde nicht aufgedeckt von unseren prominenten Kandidaten und ihren Freunden? Auf Platz Nummer 4 natürlich... Warmduscher. Warmduscher. Ja, gut. Wir spielen jetzt die 3. Runde. Und da kommen dann Wolfgang und Petra zu uns. Ja, Petra. Ja. So, Wolfgang, auf jeden Fall bitte den richtigen Buzzer gleich drücken. Und wir kommen jetzt zur Runde 3 und dort suchen wir die 5 häufigsten Antworten. Und wir haben einen. Was wolltest du machen jetzt immer? Oh, bitte. Bitte. Jungs, benehmt euch. Die steht unter meinem persönlichen Schutz. Das ja? Ja, super. Wie ein 12-Jähriger. Ja. Da hat er einmal eine Frau mit einem etwas tieferen Dekolleté, da rastest du sofort aus. Nein, ich habe einfach nur Rheuma. Ja, richtig. Wir haben 100 Leute gefragt, imitieren Sie einen Tierlaut? Wolfgang. Hund. Wuff. Hund! War das Hund dann dabei? Ja! Halt hoch! Moment! Die könnt ihr noch überbieten. Ich sag mal, das ist natürlich auch... Schön, dass ihr euch freut, aber die könnt ihr noch überbieten. Genau, der Gameshow-Gott hat wahrscheinlich da gerade am Schalter gesessen. Liebe Petra, kannst du das überbieten? Natürlich. Ein Tierlaut, dann mach es bitte. Wir haben ja hier unser Kätzchen. Innerhalb von 2 Sekunden. Miau!
Petra meint... Miau. Und es ist besser. Petra, geh bitte auf deine Position. Sehr, sehr gut. Ihr führt momentan Steffi. In welchem Verhältnis stehst du zu Sonja? Ich kenne sie schon, seitdem ich 14 bin und wir sind zusammen ausgegangen und sind im selben Ort aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt. In der Nähe von Frankfurt. Ja. Und die ganze Zeit im Kontakt geblieben oder mal zur Zeit abgebrochen? Also ich war auch im Ausland zwischendurch und sie ist auch sehr viel unterwegs, aber wir schaffen es eigentlich immer. Sag was für eine treue Seele. Ich bin die Einzige gewesen, die sie geschrieben hat. Sehr treue Seele und sie hat mir immer Briefe geschrieben und so, wirklich. Bling. Liebe Steffi, 100 Leute haben wir gefragt, imitieren Sie einen Tierlaut. Was hast du auf Lager? Ich würde sagen Mu. Nochmal bitte? Mu. Steffi sagt Mu. Ist Mu dabei? Oh, das ist sogar die Top-Antwort. Ich flippe ein klitzekleines bisschen aus. Unglaublich, Steffi. Florian, ein Tierlaut von dir. Soll ein Pferd sein. Kleines. Florian sagt. Wir gucken auf die Wand. Das erste Kreuz war definitiv mit eins der schönsten, aber nicht mit dabei. Zwei fehlen, Platz 4 und 5 für Sonja. Ich sag Kikiriki. Sonja sagt. Ist es auf der Wand? Zwei Kreuze, das heißt die Chance für Detlef und seine Freunde, sich zusammenzurotten und gleich Punkte zu stehlen. 65 an der Zahl. Aber ich mache mir da bei meinem Team nämlich gar keine Sorgen, denn die Sunny ist jetzt an der Reihe und imitiert folgenden Tierlaut. Ich sag Mäh. Und natürlich sagt sie Mäh. Und es ist auf Platz Nummer 5. Das bedeutet... Eure definitiv letzte Chance, liebe Petra. Piep. 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 Ein kleiner Vogel. Was ist der dabei? Drei Kreuze nicht mit dabei. Das heißt, Piep die Runde geht zu euch. Piep wäre eine Fernsehsendung gewesen, aber wir fragen hier nach. Tierlaut? IA. 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 Ja, das ist bayerisch und heißt ich auch, oder? Richtig, richtig. Jetzt bin ich gespannt. Mach ihn nach, den Tierlaut, den du meinst, welcher es sein könnte. Ja! Detlef meint... Ja! Gehen die Punkte auf das Konto von Detlef. Und seine Freunde, das hat auch nichts zu heißen. Wir spielen ja noch die ein oder andere Runde. 126 Punkte. Schade, dass mir gerade sämtliche Muskeln im Rücken gerissen sind. Aber das macht ja Aber das passiert mir ja meistens. Zum Beispiel, wenn wir Preise ausliefern, lieber Olli. Richtig. Und diesen Preis möchten wir gerne auch ausliefern. Einen Fiat Grande Punto. Sieger bei Beste Autos 2007 in der Kategorie der Importeurswertung von Automotor und Sport. Die neue Größe seiner Klasse. Italienisches Design. Leistungsstarke Motoren mit bis zu 130 PS. Extras wie MP3-Player und Blue&Me Freisprecheinrichtung. Für Fahrvergnügen pur. Der Gesamtwert 13.700 Euro. Ja, den gibt es hier heute zu gewinnen, wenn Sie uns diese Frage beantworten können. Nennen Sie uns eine Ampelfarbe. Was ist die Top-Antwort? Denn 100 Leute haben wir gefragt, wenn Sie meinen Rot, dann wählen Sie 01379-4415 und die 01. Für Gelb die 02. Und für Grün bleibt es die 03. Also bleiben Sie dran, gleich geht es in die entscheidende Phase. Wer wird der Game-Show-Champion und gewinnt das Familienduell? Gleich beim Game-Show-Marathon. Verbissener Kampf um den Game-Show-Pokal. Nennen Sie etwas, das man nur einmal benutzen kann. Kondom. Tampon. Das kann man öfter benutzen. Also ich drehe selbst, deswegen sage ich Tempo. Wer wird Gameshow-König? Die Entscheidung gleich. Schön, dass Sie noch dran sind beim Familienduell, dem großen Finale vom Gameshow-Marathon.
spannend ist es, denn sowohl Detlef als auch Sonja wollen unsere Trophäe mit nach Hause nehmen. Schön ist der Pokal auf jeden Fall. Und es gab natürlich sehr viele lustige Antworten beim Familienduell. Ich möchte Ihnen gerne auch nochmal die eine oder andere zeigen. Zum Beispiel diese hier fand ich auch, war ein absoluter Knaller. Nennen Sie etwas, das Blätter zusammenhält. Ein Baum. Ja, ist absolut, ist total richtig. Sie wissen gar nicht, wie stressig das für die Bäume ist im Herbst. Ja? Was soll ein Wald an Kraft aufbringen, muss diese ganzen Blättern? Okay, jetzt vielleicht eine Büroklammer oder sowas, wäre jetzt natürlich eine ziemlich doofe Antwort gewesen. Aber schön ist auch dieser Beitrag. Nennen Sie ein Tier mit drei Buchstaben. Hahn. Luchs. Ja, Hahn, Hahn und Luchs, Luchs. Naja klar, L-U-X ist ja auch nach der neuen Rechtschreibreform definitiv falsch. So ist es halt immer, wenn man 100 Leute nur aus einer Sonderschule fragt. Oder ihnen davor das dreibuchstabige LSD zuflößt. Und das hier, auch ein schöner Begriff. Nennen Sie ein besonders farbenprächtiges Tier. Zebra. Ja. Und dieses Zebra, das ich meine, nennt sich... Maya? Ja. Ja. Ist ja auch ein Das Zebra ist ja schwarz und weiß, da müsste man eigentlich mal einen Song drauf machen. Ja. Da, stimmt, da ging es so ein beknackter V, echt eine graue Maus, wenn man mal im Zoo gewesen ist. Das hier zum Beispiel, auch schön. Nennen Sie ein gelb-schwarzes Insekt. Eine Giraffe. Ja, Sie lachen. Das nervt total, wenn man dann im Sommer in der Bäckerei ist und diese ganzen Giraffen immer da auch sind. Ich hätte gerne noch ein Stückchen Giraffenstich. Danke. Ja, und dann im Sommer, wenn man da so fährt und so eine Giraffe direkt an der Windschutzscheibe. Vielleicht wird es jetzt bei dieser Aussage was richtig Schönes geben. Nennen Sie ein Tier, das Stacheln hat. Ein Stachelbär. Stachelbär, also wenn es jetzt eine... Also wenn es ein Stachelbär wäre, dann zum Beispiel eine unrasierte Frau namens Stachelbärbel. Ja. Der war scheiße. Man weiß ja ganz genau, wie sehr so ein Stachelbärenstich wehtun kann. Wer schon mal in einen Stachelbären getreten ist. Ja, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, wir machen einfach Knaller. Weiter und spielen jetzt Runde Nummer 4. Und dazu brauchen wir Steffi. Denn jetzt in Runde 4 geht es um die häufigsten Antworten. Entspann dich einfach und lass mich die Sendung hier zu Ende moderieren. Und meine Damen und Herren, um die doppelte Punktzahl. Und die Frage ist, wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie etwas, das man nur einmal benutzen kann? Kondom. Steffi, das ist sehr löblich. Sie sagt, warte, Kondom. Ich habe an dich gedacht. Ist es auf unserer Wand? Und es ist sogar die Top-Antwort. Die Frage geht an euch. Aber hier wird definitiv nicht hier eine Absprache getroffen, lieber Florian. Frag doch Florian mal, wie oft er so ein Kondom benutzt. Oder ob er schon mal eine Giraffe an der Windschutzscheibe gehabt hat. Beide Sachen, die mich interessieren. Lieber Florian, wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie uns etwas, das man nur einmal benutzen kann. Top-Antwort von Steffi, Kondom. Und du sagst? Tampon. Sage ich jetzt mal so. Florian, das möchte ich sehen. Nein. Florian sagt Tampon. Wir gucken auf die Wand. Nicht mit Tampon. Das kann man öfter benutzen. Aber reden wir nicht weiter von Einsatz in vier Wänden. Bitte. Was denn? Sonja, was benutzt du einmal? Also ich drehe selbst, deswegen sage ich Tempo. Tempo. Taschentuch mit dabei auf Platz Nummer 3.
Und ihr seht, momentan ginge es um 116 Punkte. Oh. Sunny. Ich sage Spritzen. Sehr gut. Ja. Was? Entschuldigung. Weiß drauf hin, die kommen alle aus Frankfurt. Das macht Sinn für mich. Ja? Applaus! Applaus! Florian nicht. Nee, ich nicht. Ja, also, sei ich gesagt. Florian nimmt dafür mal einen Tampon. Sunny sagt, Spritzen. Nicht mit dabei. Das ist das zweite Kreuz. Sie rotten sich zusammen. Nicht, noch nicht, ah, keine Absprachen hier, sonst Petra. Drei Kreuze, es geht um 116 Punkte. Für euch die Chance jetzt, die Punkte gesagt? Zu klauen. Die haben gar nichts original gesagt, beziehungsweise Petra. Nicole, was kann man noch einmal benutzen? Ich sage ein Streichholz. Ein Streichholz. Klopapier. Klopapier. Streichholz. 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 Streichholz oder Klopapier, was meint ihr? Ich bin wirklich unschlüssig, aber ich nehme das Streichholz. Detlef nimmt das Streichholz. Ah! Jawohl! Nicht dabei. Aber das heißt, unsere Punkte bleiben auch bei uns, bei Sonja, mir und unseren Freunden. Auflösen, wir kommen zu meiner Lieblingskameraeinstellung. Auf Position Nummer 4. Bugluwe! Bugluwe! Hier kommt der Hammer. Can't touch this. Can't touch this. Mip, mip. Auf Platz 2. Toilettenpapier. Aber jetzt Spaß beiseite. Jetzt wird's wirklich ernst, denn wir werden mit dieser Runde wirklich den Gameshow-Marathon-König küren. Definitiv. Aber vorher wollen wir den Leuten bestimmt doch auch nochmal zeigen, wie wir die Preise von letzter Woche rausgehauen haben. Denn bei Bube Dame Hörig ging einiges schief. Nein, doch, wirklich weg. Und das haben wir auch Detlef zu verdanken. Und hier, schauen Sie sich das an, das haben wir alles ausgeliefert. Mann, ey, das ist die letzte Scheiße, wie du hier fährst, ey. Wirklich, der hätte ich ja gleich mit dem Petzokat machen können. Ja, ich wollte einmal hier optisch auch den Leuten was bieten, wenn hier mal einer gewinnt. Ja, hast du mal den Wagen angeguckt? Hier, so, den kannst du jetzt mal schön sauber machen. Jetzt mach mit! Das kann's ja wohl nicht sein. Das kann's ja wohl nicht sein. Sag mal, hast du schon mal DSF nach 24 Uhr geguckt? So was in der Richtung wollen die Leute hier sehen. Wofür habe ich dir schon meine Shorts angezogen? Wofür hast du meine Shorts an? Bestimmt, damit du es auch mal ein bisschen nett für die Leute hier machen kannst. Ja, hast du jetzt kein Geld dabei, oder was? Haben Sie mal eine Mark? Ein Euro ist das mittlerweile, ein Euro, schon seit 4 Jahren. Danke für den Ring. Was ist denn jetzt hier los? 50 Cent. Was musstest du denn dafür schon wieder machen? Das ist ja widerlich, ist das. Bock macht dir das hier nicht, ne? Total lustlos hier die ganze Nummer. So, fahren jetzt. Was ist denn jetzt da schon wieder? Ja, die Sachen müssen da nämlich weg. Das ist gut, dass du das gesehen hast. Man muss auch mal loben können. Ja, will mal zack, zack, zack hier. Ich muss noch 2 Tankstellen gleich eröffnen. Oh Mann, ey. Immer, ey, das ist wirklich, du kannst doch nicht mal das, ey. So, stopp. Ah, herrlich. Ja, da sind wir jetzt bei unserer Gewinnerin. Und es ist ja Mittagszeit, deswegen ist es immer schön, wenn man was zu essen mit hat. Und jetzt werden wir mal hier klingeln und gucken, was passiert.
Bier. Heutzutage wird schon direkt die Tür aufgemacht. Fantastisch. Guten Tag. Ja, das ist der Herr Petzokat. Ich komme mal einfach rein. Hallo. Hallo. Na? Wir haben eine Gewinnerin. Ja. Sehr gut. Weiß dein Freund davon, dass er hier ist? Ja, der wohnt auch hier. Hallo, du bist hallo. Der? Jörn, hi. Jörn, was machst du beruflich? Ich bin Polizistin. Das finde ich gut. In welchem Bereich bist du da tätig? Ich bin im Streifendienst. Ich habe da, gibt es eine Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen Punkt, den man in Flensburg hat, über dich irgendwie wegzubekommen? Nee. Nee, alles klar, schade. Leider nicht. Das war nur eine private, informative Frage. Was machst du, auch Polizist? Ja, richtig, ebenfalls. Ach. Das passt ja, da hat man sich wahrscheinlich bei der Arbeit kennengelernt. Richtig. Ja. Hier ist die DVD-Sammlung und da ist ja auch ganz interessant zu wissen, was schauen sich solche Kollegen an, um gut drauf zu sein? Kill Bill, City of Violence, aber auch natürlich Bad Boys 1 und 2. Und falls es mal ein bisschen was zu foltern gibt, hat man ja hier noch Saw, den man sich immer mal angucken kann. Du kannst ja schon mal langsam runtergehen, die Sachen hochtragen, ja? Ja, das, da hast du ja ein bisschen was zu tun, weil, ja, wo wir schon mal bei Toto und Harry sind, wir haben natürlich einiges an Preisen. Ja. Weißt du noch ungefähr, was du womöglich gewonnen haben könntest? Ich kann mich an eine Reise nach Kuba erinnern. Eine Reise nach Kuba. Für Polizisten ganz gut, da kann man sich mal dieses Guantanamo Bay angucken, wie man das so drüben macht. Ja? Ein Fernseher, habt ja einen relativ kleinen Plasma-Fernseher, da kann man ja noch einen zweiten gebrauchen. Ja. Also sag mal so. Also ich sag mal so, es ist für mich ziemlich nah dran am perfekten Dinner. Ja, ja, der Reis war mir ein bisschen zu trocken. Der Feta-Käse war okay. Ich fand so ein bisschen die Tischdekoration etwas lieblos. Da kann ich dir alles in allem nur 5 von 10 Punkten geben. Gut. Sag mal, die sind hier gerade eingezogen. Willst du hier Schramm in den... Hallo, weißt du, was das kostet hier, wenn da Schramm drin sind? Das sind Polizisten, damit scherzt man nicht. Was ist denn das? Was sollen die mit dem Sessel? Ein Möbelgutschein. Ein Möbelgutschein über 5.000 Euro. Ja, ja. Platz haben wir noch. So, dann ist es jetzt soweit. Wir kommen zum Hauptpreis. Euer niegelnagelneues Auto. Sag mal, wie dumm bist du eigentlich? Es ist doch hier der Wagen, ganz deutlich irgendwie. Es steht doch hier dran. Hier ist das Kennzeichen. G-A-M-E-S-H-O-W. Marathon. Ja, das ist euer Wagen. Kommt einfach mal rum. Ja, bitteschön. Super. Hast du ein neues Auto gerade, oder? Ja. Das ist aber noch nicht bezahlt. Also ist noch nicht bezahlt. Ist der hier ja auch nicht, aber das ist wenigstens euer. Unglaublich. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch alles Gute, viel, viel Spaß, toi, toi, toi. Danke. Ja? Und wenn Sie morgen die beiden auf Streife sehen, ja, einfach mal, hab ich gesehen, Gamesche Marathon, gestern, geil. Die kleine Einlage sollte erlaubt sein. Ja. Gleich wird es wirklich interessant. 188 Punkte für Sonja und Friends, 126 für die. Aber in der letzten Runde ist ja noch alles möglich. Vorher allerdings möchten wir noch ganz kurz eine Statistik Ihnen hier zum Besten geben, die wir auch in Auftrag gegeben haben. Und zwar haben wir gefragt, wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie etwas, das Ihnen am Game Show Marathon besonders gefällt. 34 Leute sagten, dass Detlef diesmal nicht getanzt hat. Ja. 23 Leute sagten die wenigen Momente, in denen Gülcan mal die Klappe hält. Tevi! Titten! Och, Gülcan! 11 Leute fanden aber toll, dass dank der Doppelmoderation jeder Olli nur halb so viel Müll redet wie sonst. 45... Moment. Ja. Da protestieren die Leute hier im Publikum zu Recht.
Ja. Ja, aber 17 mochten am liebsten den Moderator Oliver Welke. Schönen guten Abend. Ja, ich finde, das macht alles im Großen und Ganzen Sinn. 37 freuen sich übrigens ein Wiedersehen mit diesem abgeheifterten Game-Show-Moderator von 5 gegen 5. Okay, 56 fanden toll, dass der Game-Show-Marathon nicht von den üblichen alten Schnarchnasen moderiert wird, sondern von zwei neuen. Ja, jedenfalls hat alles... Das sind noch mehr als 100 Leute. Ich habe keine Ahnung, es passt. Ja. Passt. Eine Statistik, die auf jeden Fall noch mal ins Finale passte. Startfrei zu Runde 5. Und da kommen jetzt Florian und Nicole zu uns. Als letztes. Ja, Nicole kriegt noch mal ein paar nette Worte von dir gesagt. Und wie gerade schon erwähnt, alles ist noch drin. Dreifache Punktzahl. Richtig. Aber es wird schwierig, 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 denn wir suchen jetzt nur noch die drei häufigsten Antworten auf unserer Wand. Eine Hand auf den Rücken. Eine Hand auf den Rücken, ja. Und die letzte Frage ist, wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie etwas, das ein Fußballschiedsrichter bei sich trägt? Nicole zuerst. Eine Pfeife. Nicole meint eine Pfeife. Spielen wir hier weiter. Ganz entspannt bleiben, das ist noch lange nicht der Sieg, denn die müssen erstmal durchkommen mit ihrer Runde. Nicole, haben wir ja schon kennengelernt bei Bube Dame Hörig. Über Ralf haben wir noch nicht gesprochen, aber ich erkenne hier Just Dance. Lass mich raten, du hast was mit Tanzen zu tun. Richtig. Du hast auch eine Tanzschule. Richtig. Detlef hat nur Freunde, an denen er verdient. Klarlo. Natürlich. Du machst auch die Deadlift-D-Tänze in deiner Tanzschule? Nein, das macht meine Frau. Ah, verstehe. Und was machst du dann da? Das gleiche wie Wolfgang, Paartanzen. Ach, du bist ein Paartänzer? Ja. Ah, verstehe. Da gibt es ja oft Gerüchte, dass diese Leute nicht nur einfach, also ich sag mal, die Frau eher so zur Deko ist, aber das ist falsch. Nee, nee, das ist wahr. Alles wunderbar. Wo kommst du her? Aus dem südlichsten Teil Deutschlands, aus dem Landkreis Lörrach. Das ist kurz vor Basel, das auf der deutschen Seite. Baden-Württemberg ist das, unten in der Ecke. Drehscheibe Europas. Wenn man von da kommt und das immer jeden Tag so erzählt bekommt, stimmt das sicherlich. Ich grüße Rheinfelden. Na, Rheinfelden, die Grüße sind angekommen. Aber wir wollen jetzt natürlich wissen, was trägt ein Fußballschiedsrichter noch bei sich? Nicole hat schon die erste Top-Antwort geholt. Rote Karte. Rote Karte. Nicht die gelbe, du meinst die rote Karte. Mhm. Okay. Detlef meint rote Karte. Ist dabei Carolina. Ich sag gelbe Karte. Carolina meint gelbe Karte. Nicht dabei. Wolfgang. Einen Block. Okay. Mal schauen, falls das richtig sein sollte, hättet ihr ja diese Runde gewonnen, wärt damit auch der Gameshow-König. Wir schauen, ob es dabei ist. Wolfgang meint einen Block. Zwei Kreuze, das heißt, Sonja und Friends können sich zusammenrotten, um gleich Punkte zu stehlen. Es geht um 258 Punkte. Wer diese Punkte holt, ist definitiv der König vom Gameshow-Marathon und kommt dann ins Familienduell-Finale. Nee, ja nicht untereinander. Ralf, deine Chance, letzte Chance, hier noch was zu sagen. Was hat ein Fußballschiedsrichter noch dabei? Sag was. Ein Stift, was zum Schreiben. Mann! Ralf meint nicht den Block, sondern vielleicht den Stift zum Schreiben und die... Scheint ziemlich verzweifelt zu sein. Und er ist nicht so ehrgeizig, wie der sonst immer rüberkommt. Nein, er ist nicht ehrgeizig, natürlich. Immer. Okay. Scheiße. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Kriegt er, sag mal so, wenn das nicht dabei ist, was passiert dann? Mit Ralf. Gar nichts. Ich meine, es geht ja hier um einen Mörderpokal. Ja, das ist wohl wahr. Muss Ralf dann einen Monat bei Monrose dabei sein? Das wäre eine Strafe, okay, zum egal. Beispiel. Aber wir lösen es auf. Ralf meint Stift. Und das bedeutet, wir haben jetzt eigentlich schon den Sieger von unserem Game Show Marathon, aber
Wir warten diese Freude auf, um gleich das Finale zu spielen. Und ihr kommt nach vorne. Für euch hat es leider nicht gereicht. Ihr bekommt nicht nur gleich einen großartigen Applaus, sondern auch diesen wunderbaren Trostpreis. Lass mich raten, ein Schokobrunnen. Ein Schokoladenbrunnen. Diese Schokoladenfontäne ist Verführung pur. Reinstecken, rausziehen, ablecken. Mit dem leckeren Schokoladenfondue schmilzt alles dahin. Bis auf ihre Pfunde. Der Wert 75 Euro. Ja, der Schokoladenbrunnen. Und man muss ja wirklich froh sein. Bei der Energie von die, dass sie nicht verloren haben, wenn das so negativ rausgekommen wäre, wird das Studio nicht mehr stehen. Ja, aber trotzdem sehr sympathisch die ganzen Wochen über, die du uns begleitet hast. Es hat leider nicht gereicht. Optik hat leider diesmal nicht gesiegt, sondern einfach nur pure Manneskraft. Deswegen schade, schade, aber einen herzlichen Applaus für unser Verliererteam Sonja und ihre Freunde. Dankeschön. Wir sehen uns gleich nochmal. Gewinnen Sie einen Fiat Grande Punto, Sieger bei Beste Autos 2007 in der Kategorie der Importeurswertung von Automotor und Sport. Die neue Größe seiner Klasse, italienisches Design, leistungsstarke Motoren mit bis zu 130 PS, Extras wie MP3-Player und Blue & Me Freisprecheinrichtung für Fahrvergnügen pur. Der Gesamtwert 13.700 Euro. Und nicht zu vergessen, den Schokoladenbrunnen von Giles & Posner. Beantworten Sie folgende Frage richtig. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie eine Ampelfarbe. Wählen Sie 01379 4455 und die 01 für Rot, die 02 für Gelb oder die 03 für Grün. Gleich beim Gameshow-Marathon. Detlef die Soest wird handgreiflich, aber Pocher gibt's ihm zurück. Das große Finale vom Gameshow-Marathon. Bleiben Sie unbedingt dran. Ja. Damit haben wir alle Geräusche durch. Willkommen zum großen Finale des Gameshow-Marathons. Wir haben Familienduell gespielt. Detlef die Soest hat gewonnen gegen Sonjas Familie. Aber noch ist er nicht fertig, denn jetzt geht es ins große Finale bei unserem heutigen Familienduell. Richtig, und er möchte natürlich auch noch das Auto gewinnen, was wir Ihnen schon mehrfach vorgestellt haben. Ja. Und Sie zu Hause, Sie können das nämlich gewinnen. Und da wird sich Detlef das ein oder andere Bein für ausreißen. Und ganz wichtig natürlich auch, Sie denken sicherlich, der Gameshow-Marathon ist zu Ende. Nein, nächste Woche am Montag um 20.15 Uhr geht es hier weiter. Da wird der Gameshow-Champion, also Detlef, antreten. Gegen Sie. Und wir haben viele Leute hier schon, die sich beworben haben. Und es wird nächste Woche wieder ein Spiel gespielt werden. Wir werden dann eine Stunde lang zocken. Und dann können dann wirklich auch Sie hier endlich mal im Studio sich wirklich Ihre Preise erspielen und müssen nicht nur anrufen. Also, das wird nächste Woche sehr interessant werden. Aber wir werden jetzt wirklich das Finale beginnen. Und dann geht es auch mal los. Ich schätze mal, Detlef, du machst als Zweiter. Wer wird dann als Erstes für dich und dein Team anfangen? Das erste Finale. Für uns war ja das Zünglein an der Waage, war ja echt Ralf. Und wir alle dachten, was ist das, was macht er da für einen Mist, ja? Und sagt Stift und haut uns das Ding nach Hause. Alle haben das so gesehen, hier. Ralf, also, du machst es. Okay. Das heißt, Ralf, du kommst zu mir ins erste Finale. Detlef und Olli, bitte dann zu den Kopfhörern. Dann mit mir. Bevor wir loslegen, gucken wir natürlich, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht. Wir kennen das von großen Samstagabendsendungen im ZDF, dass da nicht geschummelt wird oder so. Scheiß weg, nicht stehen kann. Und schön laut. Teste mal, Olli. Ich bin noch da, keine Angst. Hast du was gehört? Detlef? 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 Du kleiner, süßer Detlef. Hörst du was? Du ignorierst es total. Du bleibst Herr der Lage. Okay, Detlef, ich werde dich jetzt hypnotisieren. Und wenn du wieder da bist, dann denkst du, du wärst Dieter Bohlen. 3, 2, 1. Alles klar, gut, das scheint wirklich hier zu funktionieren.
In Ordnung, dann starten wir mit dem ersten Finale, lieber Ralf. Du stehst hier einfach ganz Hand da weg. Neben mir 20 Sekunden Zeit, 5 Fragen stelle ich dir. Du gibst mir 5 Antworten. Wenn du mal nicht weiter, nein, wir stellen uns einfach mal so hin. Wenn du mal nicht weiter weißt, dann sagst du einfach weiter. Dann werde ich die Frage am Ende noch einmal stellen. Die Zeit läuft, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Es geht um sehr, sehr viel. Jetzt bloß nicht versagen vor einem Millionenpublikum. Also, wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie etwas, das am Strand verboten ist. Rauchen. Eine Frucht, bei der man die Schale mit isst. Apfel. Ein Körperteil, das man doppelt hat. Brüste. Etwas, das Sie beim Friseur machen. Espresso trinken. Ein Lied von Madonna. Like a Prayer. Und das war's für dich. 5 Fragen, 5 Antworten in der Zeit. Gibt es irgendwas, was du uns sagen möchtest, lieber Ralf? Möchtest du irgendeine Antwort wieder rückgängig machen? Nicht, dass es möglich wäre, aber rein theoretisch? Nein. Beim Friseur? Warum geht man da hin? Weil ich den Espresso immer gratis kriege bei meinem Friseur. Dann gibst du dafür 20 Euro aus. Die Haare müsst ihr mir nicht schneiden, aber danke für den Espresso. Findest du meine Frisur so scheiße? Nein, aber ist ja auch egal. Hast du gerade gesagt? Nein. Doch. Ich wäre sehr froh, hätte ich noch so viele Haare. Wenn Sie mal hier das mal, ich probiere dir schon vom Rücken nach vorne zu kämmen. Ist ja auch egal, wir reden hier um Kopf und Kragen, meine Damen und Herren. Und schauen jetzt, was deine Antworten, lieber Ralf, wert sind. Wir gucken auf unsere Wand. 200 Punkte müsst ihr gemeinsam erreichen. Mal gucken, wie viel du vorgelegt hast. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie etwas, das am Strand verboten ist. Und natürlich hast du gesagt, absolutes Rauchverbot am Strand. Das sagen auch 0 Leute. Ich meine, sag mal, der Strand ist ja mit einer der größten Aschenbecher der Welt. So, okay. Nennen Sie eine Frucht, bei der man die Schale mit isst. Du hast dich für den Apfel entschieden. Apfel sagen auch. Yes. 76 Leute! Ach Ralf, du machst das so aus dem Handgelenk, so locker. Machst es am Anfang ein bisschen spannend. Ich tippe mal, das war auch die Top-Antwort, anders wäre es rechnerisch nur knapp möglich. Nennen Sie einen Körperteil, das man doppelt hat. Und er hat nicht die Arme, die Beine oder die Ohren oder Hoden oder so gesagt. Der dachte definitiv sofort an die Brüste, natürlich. Und Brüste sagen den auch. Ja, ja. Immerhin 12 Leute, 88 Punkte. Saubere Leistung bis jetzt. Bis auf das Rauchen. Nennen Sie etwas, das man beim Friseur machen lässt? Natürlich, sagtest du. Espresso trinken. Also dafür gibt es mal Prosecco. Und das sagen auch. Hey. Immerhin 3 Leute. 3 Gnadenpunkte für diese Antwort. Nennen Sie ein Lied von Madonna. Es gab ja nur eine Auswahl von 276. Du hast dich dafür entschieden für Like a Prayer. Und das sagen auch 29 Leute, 120 Punkte, Ralf. Saubere Leistung, vielen, vielen Dank. Dann geh zurück zu deinem Team. Und ihr könnt nach vorne kommen, denn jetzt spielen wir das zweite große Finale. So, ich übernehme. Und, wie war's? Ja, es war gar nicht so schlecht, denn Ralf hat 120 Punkte geholt. So, komm hier einfach hin. Gut, Ralf. Jetzt natürlich nicht mehr umdrehen. Und das haben wir eigentlich vergessen, Ralf hätte noch jemanden grüßen können, wenn er möchte. Mach doch schnell. Ralf, möchtest du jemanden grüßen? Alle Tänzer im Landkreis Lörrach, ich liebe euch. Wow, das ist bei den beiden angekommen. Und jetzt geht es hier bei dir los. Du musst alles geben, 80 Punkte noch holen. Darfst natürlich nicht dasselbe sagen, denn dann ertönt darf man nicht. Das legendäre Signal, und zwar dieses hier. Da auch das, warte. Oder hier. Noch? Aua. Damit haben wir alle Geräusche durch. Und weil das ein bisschen schwieriger ist, hast du 5 Sekunden mehr Zeit. Das heißt 25 Sekunden. Okay. Zeit läuft erst, wenn ich die erste Frage zu Ende vorgelesen habe. Wir haben 100 Leute.
Nehmen Sie etwas das. Ah, jetzt habe ich mich verlesen, nochmal. Ja. Ah, okay. Immer mal machen. So, jetzt also ernsthaft. Wie, warte ganz kurz. Du fragst dann, sagst mir aber einen Buchstaben und ich muss dann da. Richtig, okay. Drehen am Rad. So. Also, jetzt geht's wirklich los. Okay. Zeit läuft erst, wenn ich die erste frage. Wie? Jetzt. Gag ist irgendwann mal ausgereizt. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie etwas, das am Strand verboten ist. Welcher Buchstabe? Was für ein Buchstabe? Du musst jetzt sagen, was am Strand verboten ist. Alkohol. Eine Frucht, die man mit der Schale isst. Apfel. Weiter, ein Körperteil, das man doppelt hat. Eier. Etwas, das Sie beim Friseur machen. Dauerwelle. Ein Lied von Madonna. Like a Prayer. Hatten wir auch schon. Zeit ist abgelaufen. Scheiße. Ich dachte, der war mit P, weil bei dem anderen war das alles klar. Nee, stimmt, war nicht alles. Ja, kling, kling. Ja, wir drehen uns mal um und schauen, was du so alles abgeräumt hast. Als erstes habe ich gefragt bei diesem relativ schwer zu verstehenden Finale, nennen Sie etwas, das am Strand verboten ist. Hast du das hier gesagt? Alkohol. Sagten auch? Keiner. Doppel-Null. Top-Antwort, Hunde. Echt, ja? Ja, eine Frucht, bei der man die Schale mit isst. Hast du das hier gesagt? Leider nichts. Ja, Apfel natürlich schon die Top-Antwort. Jetzt ist schön. Ein Körperteil, das man doppelt hat. Meintest du das hier? Sieht man bei dir gar nicht. Hast du einen Wanderhoden? Ich bin gespannt, ob ein siebenfacher Tour de France-Sieger mit dabei war bei den 100 Leuten. Sagten so viele. Oh. Hat anscheinend keiner von den 100 Leuten doppelt. Alle so, nee, bei mir nee, ist bei das mir nur eins. So, das andere wandert. Sensationell. Ja, da bin ich doch schon. Top-Antwort, Füße. Oder Fuß. Etwas, das Sie beim Friseur machen. Gut, das kannst du nicht wissen. Hast du hier das gesagt? Komm, aber Dauerwelle ist nicht so schlecht. Nein, absolut. Sagten auch? Zwei Leute. Aber was macht man denn dann? Was ist der Top-Antwort? Also, Top-Antwort, ganz einfach, Haare schneiden. Nicht das Dümmste beim Friseur, musst du ehrlich zugeben. Ja, dann habe ich ja zwei Punkte. Naja, schauen wir mal, bisher nicht so schlecht. Zwei Punkte, die echt gut, also Wahnsinn. Zu Recht der Gameshow-König. Strengen Sie sich an, wenn Sie die schlagen wollen. Ein Lied von Madonna, sagtest du dieses hier? Ja? Nee, kennt man ja. Kennt man ja, das ist gar nichts, 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 oder gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, war auch von ihr. Also alle super Hits von ihr. Da müssten jetzt 78 Leute das genauso sehen. Wir sind gespannt. Es geht um das Auto. Wie viele Leute haben auch gesagt, den Song von Madonna kenne ich, das ist doch gar nichts. Das Auto geht weg. Sie hat mit der letzten Antwort alles abgeräumt. Meine Damen und Herren, Dankeschön. Das war's hier vom Gameshow Marathon. Hier ist der Champ und bekommt diesen Pokal. Das ist einer. Nimm ihn einmal in die Hand.
unser Game-Show-Champion beim Game-Show-Marathon hier bei ProSieben. Aber wir bleiben Ihnen treu, meine Damen und Herren. Sie können das Auto natürlich jetzt gewinnen, wenn Sie anrufen und diese Frage beantworten. Noch ein letztes Mal. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie eine Ampelfarbe. Was ist die Top-Antwort? Jetzt hat jemand 1 für Rot, 02 für Gelb, 03 für Grün. Ja, also, wir haben den Game-Show-Champ. Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben. Tschüss!